dran. Wir haben ja nicht mehr lange heute. Dann liegt das einfach daran, dass YouTube es bei Vali nicht verarbeitet. Und nicht daran, dass wir es nicht freigeben. Also bei mir ist es schon irgendwie verarbeitet und alles, aber bei Vali, ja, der hat irgendwie völlige Probleme momentan mit. Ja, sowohl auf meinem ersten als auch auf meinem zweiten Kanal. Also wir wissen da gar nicht, was da los ist, von daher... Ach, trocken. Ich hätte schon lange freigeben können, aber... Ja. Dann nehmen wir mal hier Indien 2, das ist nämlich genau das, was Vali hat. Und jetzt können wir auf jeden Fall die Zeiten vergleichen. Das Gute ist, wir haben jetzt natürlich Reifen gespart. Definitiv. Die Frage ist nur, ob man hier 2 Stops oder 1 Stop macht. Nachdem in Südkorea selbst mit 2 Stops ziemlich, ja. Wäre auf jeden Fall sehr gut, glaube ich. Habe ich überhaupt mein Setup geladen? Ah, ich hatte vergessen, sogar noch im Training mein Setup zu laden, glaube ich. Ja, gut. Ich bin im Training mit dem Trocken, mit dem Regen-Setup gefahren. Mit normalen Setup, was drin war, gar nicht mit dem optimalen. Gut. Okay. Ich habe irgendwie gerade ein bisschen Angst, dass die Soundverhältnisse nicht ganz passen, aber eigentlich müsste ich das Spiel runtergeregelt haben. Ich muss jetzt gleich einfach mal an der Seite parken und hoffen, dass ich jetzt hier keine unlogischen Strafen kriege. Park jetzt hier einfach mal irgendwo. Wo parkt man denn mal? Willst du wirklich parken? Oder am Ende lang geraden parkt da? Ja, ja, ich versuche jetzt hier mal eben schnell. Jetzt sieht er wahrscheinlich verkleinert das Bild. Oh, jetzt muss ich wieder in diese. Oh, jetzt muss ich wieder durch die Systemsteuerung mich temmen. Weil mein momentan irgendwie da oben ist nicht so. Systemlautstärke und F1, ja, ja. Das war wohl im Training, habt ihr mich wohl scheiße schlecht gehört. Okay, warum. Aber jetzt nicht mal meine Fraps-Zahl da oben? Weil du, glaube ich, rausgetappt bist. Du kannst im Fraps einstellen. Die kannst du wieder anzeigen lassen. Ach ne, er nimmt gerade Skype auf. Finde ich auch gut. Seht ihr mal kurz unsere Skype-Konferenz. Oh, Leon, du schießt mitten auf der Strecke. Oh, da wollte ich gar nicht hin. Scheiße. DGWR ist blockieren, ja, ja. Ich fahr schon los. Jetzt frage ich mich nur gerade, kommt die Flapster bitte mal wieder? Strafe. Na, super. Tja, Leon, vielleicht wäre es mal sinnvoll, wenn du sowas in der Box machen würdest und nicht, wenn du mal auf der Straße bist. Ich habe das nur gemerkt jetzt, dass das alles viel zu laut war. Ja, okay. Aber dann fahr auch einfach die Runde zu Ende und dann ist gut. Ja, das weiß ich jetzt auch. Ich fahre jetzt auch erstmal in die Box, um das hier erstmal alles wieder einzustellen. Jetzt hätte mal meine Runde nicht egal. Ich muss jetzt mit leben. Gut, das heißt, es braucht wieder einen Leon-Start. Ja, das Gute ist, ich habe auf jeden Fall freie Reifenwahl. Nein. Doch. Oh, ich habe die Boxen einfach total verpasst. So, jetzt kann ich ja nochmal raustemmen, da Flaps ja eh gerade nicht aufnimmt. Aber warum nimmt er die. Der nimmt die Skype-Konferenz die ganze Zeit auf. Jetzt nicht mehr. Jetzt kann ich auch wieder im Spiel aufnehmen. So. So, was ihr jetzt gerade nicht gesehen habt, da Skype meinte, da Flaps meinte, nimmt jetzt Skype-Konferenz auf. Ich habe eine Strafe bekommen. Für regelwidriges Blockieren, weil ich auf die Strecke gerollt bin, als ich da was rumgestellt habe. Dafür hört er mich jetzt besser, also. Ja gut, kann man jetzt so oder so sehen. Ich nehme nochmal hier so einen neuen Satz und dann jetzt auf die Strecke. Ihr werdet mich wahrscheinlich im Training so gut wie gar nicht verstanden haben. Aber okay. Dafür hört er jetzt meine wundervolle Stimme. Und dann hoffen wir jetzt einfach mal, dass wir so gut wie möglich abschneiden noch. Trotz 10 Plätze Strafe. Vielleicht haben wir ja mal Glück wie Vali und das wird uns nicht angerechnet, aber... Nee, ich hatte die Strafe ja im Training bekommen. Okay, mein Lenkrad irgendwie immer noch leicht links gerichtet ist. Keine Ahnung habe, warum es links gerichtet ist. Eigentlich bin ich rechts.
Sarkasmus. Ho, ho, ho. So. Sarkasmus? Wer macht denn sowas? Ja, komm, Rosberg, fahr durch. Ach, jetzt bleib einfach. Oh Mann, ich rieche sind so blöd. Ich hoffe, du bist da nicht der Typ, der jetzt gerade da in diese Links-Rechts-Kombination so alles da reinfährt. Nö, ich bin gerade in der langgezogenen Kurve. Ach, Setup fühlt sich gut an. Das ist gleich das erste Mal, dass ich DRS aufmache in Indien. In diesem Koop. Together. Es war wundervoll, muss ich sagen. Hat es sich gut angefühlt? Naja, hat sich richtig gut angefühlt, das erste Mal DRS aufzumachen. Oh, ich glaube, das war. Oh, ja, er muss jetzt eine Weiterlinie fahren. You're currently the fastest person on the track. Pole position. Er ist hier natürlich auch lang geraten, da bringt es viel an Höchstgeschwindigkeit. Mal gucken, wie das Setup hier programmiert ist. Ja. Ich bin an den Drehzahlbegrenzer am Ende. Allerdings fahrt er so dran. Ich finde, meine Runde war ganz okay. War nicht ganz optimal, aber okay. Er war der Perfektionist. Da ich zum Beispiel mal unter der Vettel-Video einen lustigen Kommentar gelesen hat, vielleicht auch manchmal Spiel dann auf Weide beziehen kann. Perfect is not good enough. Das stimmt allerdings. Also perfekt ist nicht gut genug für ihn. Für die, die jetzt nicht so super in Englisch sind. Das habe ich doch manchmal auch, oder nicht? Ja, perfekt ist nicht gut genug für ihn. Das ist einfach nur ein Flugding, ne? Haben sie doch geschrieben. Ja, ich glaube, dass ich jetzt in der zweiten Runde den neuen Wali. Aber ich erste Runde auch lange als er. Mal gucken, wie es jetzt in der zweiten Runde aussieht. Und irgendwie ist sein Internet schon wieder richtig am Arbeiten. Oh, ich muss jetzt die Boxeneinfahrt hier erstmal. Ach, da ist die Boxeneinfahrt. Das wird auch. Ähnlich wie von daher, ja. Ja, bloß noch irgendwie schlimmer, weil du sie gar nicht siehst. Ja, und verbringt ihn halt sozusagen. Ich hoffe mal, dein Internet funktioniert gleich wieder richtig. Das hoffen wir auch, ja. Oh, im ersten Mal haben wir auch deutlich einen Fehler gehabt. Oder war es diese Runde einfach langsam sein und attackieren, dann nochmal die harten Reifen sollten das definitiv aushalten? Oder war das ein geiler harten Reifen gleich, wenn wir das mal gleich sagen können? Was? Was soll ein harten Reifen an Prozent sein und sagen, du bist jetzt in der Box? Ja, ich bin jetzt in der Box, das stimmt. Meine haben jetzt 94%. Nach drei Runden, das ist doch noch. Dann haben sie wohl bei mir dann noch 90%. Nach vier Runden. Ach, nach vier Runden. Ich okay. Bin zwei schnelle Runden gefahren. Ach ja, es sind ja noch die eine. Also von daher, die Linie so gar nicht kaputt. Von daher sollte das auf jeden Fall noch für eine schnelle Runde reichen. Vielleicht sind jetzt am besten, ne? Gut. Noch eine kleine Ruhephase. Geht es jetzt gleich wieder auf Start Ziel. Gucken wir mal den Leon jetzt einmal zu. Er hat auf jeden Fall persönliche Bestzeit im letzten Sektor. Obwohl ich keinen Kers und DRS benutzt habe, aber gut. Doch, da gerade statt sie ran. Ich glaube, hier lasse ich das DRS einfach mal zu. Ich glaube, das bringt nichts. Aber mal gucken, was Leon im letzten Sektor fährt. Oh mein Gott. Jetzt habe ich auf jeden Fall noch Windschatten und das ist wirklich. Oh nein, er fährt nach rechts. Naja, gut. Na, was sagt Sektor 1? 28,5. Das war nicht so gut. Ah, ja, da liegt noch 14 dahinter. Und da war ich auch schon mal jetzt, naja, knapp 2 Zehntel besser. Naja, nicht knapp 2 Zehntel, 1,2 Zehntel besser. Das war vorhin eher Mittelsektor, was der Wagen da wieder hingelegt hat. Uiuiui. Ui. Ja, jetzt muss es ja eigentlich auch zum Mittelsektor kommen. 26,8. Persönliche Bestzeit soweit immerhin schon mal. Ja, allerdings fast 7 Zehntel hinter meiner Zeit.
Um genau gesagt 0,55 Sekunden. Das wäre der exakte Abstand in diesem Sektor. Na, sollte allerdings für, wenn du jetzt nicht so viel verlierst, sollte es für Platz 2 reichen. Es ist Platz 6. Okay, im letzten Sektor hast du nochmal eine Sekunde verloren. Ich weiß zwar nicht, warum ich da so viel verliere, aber gut. Ich werde die Kurve mal anders an und das. So. Wenn wir nochmal kurz was einstellen. Jetzt haben wir noch 9 Minuten. Also im ersten Sektor wäre ich mal deutlich besser jetzt. Na, willst du die Runde noch nach Hause bringen? Wieso nur ich jetzt noch? Oh, da bist du ja bloß 28.000 hinter meiner. Das guck. Das guck ich mir nochmal an. 1,26. 3. Okay, bei 5,5 Minuten muss ich spätestens raus. Und im zweiten Sektor war ich auch nochmal deutlich besser. Naja, du bist ein Zehntel. Insgesamt ist hinter mir. Ja. Das würde ich sagen, schon nicht mal ganz so schlecht. Hast etwa den Wunderknopf gefunden? Ja, ja, unseren Wunderknopf, den wir extra reingebaut hatten, der mir bis jetzt verborgen geblieben ist. Achso, gut, das kann natürlich passieren. Und wo kommt der Leon an? Sechs Zehntel nur und das war alles im letzten Sektor verloren, naja. Du warst genau 5 Zehntel. Ah, scheiße, ich muss nochmal. Ich weiß, wo die 6 Zehntel liegen geblieben sind. Du musst nochmal attackieren. Ja, aber jetzt nicht mehr mit dem Reifensatz, ich hole mir mal neue. So. Ich glaube, ich kann da jetzt halt knacken. Cars prepared, let's go. Ich glaube, es wird ein lustiges Qualifying. Na, ich fahr jetzt mal los. Ich glaube, ich hole mir jetzt nochmal einen Satz harte Reifen. Ich glaube, ich fahre einfach mal das Qualifying auf harten Reifen, weil ich ja eh. Und ich habe jetzt keinen Bock, da mit weichen Reifen von hinten zu starten. Ich glaube, ich kann hier vielleicht mal Wally wieder mal im Qualifying bestehen, obwohl es dann für mich trotzdem keine Pole ist, weil ich ja 10 Plätze noch hinkriege. Aber mal gucken. Vielleicht wird der Wally bis jetzt nochmal auf weich rausgefahren. Also Wally, ähnlich wie ich, will auch nur auf hart fahren. Aber Leute, ihr wisst, glaube ich, die das jetzt hier sehen, wissen, wo meine Zeit liegen geblieben ist. Ich gebe nochmal einen Tipp. Guckt jetzt mal nach links. Ne? Nach links, du meinst nach rechts. Ja, meinetwegen. Du hast nicht. Du weißt nicht, woran das lag, aber gut. Ich weiß, woran es lag. Warum ist hier wieder Verkehr? Hier ist Verkehr, überall Verkehr. Gib mal Gas, dann möchte ich den schon mal überholen. Warum bin ich jetzt in. Ja, es gibt so ein paar Kanonen in Skype und jetzt Dings in Steam und die schreibe ich dann einfach mal voll in der Aufnahme. Ich habe immer noch nicht Steam-Push-Up-Mitteilungen blockiert, das muss ich irgendwie nochmal machen. Ja, jetzt ich kann. Ich blockiere einfach mal eben schnell. Wie kann ich den nochmal blockieren? Den Spieler blocken. Okay. So, der ist jetzt geblockt. 87% haben die Dinger noch. Ich nehme jetzt nochmal so einen neuen Reifensatz und da geht's nochmal raus, würde ich sagen. Auch wenn der Wahl wahrscheinlich nochmal seine Runden verbessern will. Ich glaube, er hat ein bisschen Angst. Ja, er hat ein bisschen Angst. Jetzt würde er nicht so komisch lang. Und wir haben das gleiche Setup, will ich nur mal so anmerken. Okay, erste Kurve war ungültig. Gut. Na gut. Kann ja nochmal gucken, was ich fahren kann. Ja gut, wenn mich jetzt in der Aufnahme einfach mal nervt, der wird einfach geblockt. Ich kann ihn dann ja nachher auch nochmal einfach wieder freigeben. Warum jetzt mein Lenkrad so leicht nach links geneigt ist, kann ich eigentlich auch nicht sagen. Ich habe heute übrigens den zweiten Teil von Sherlock Holmes gesehen. Sehr guter Film, muss man so sagen. Ich bin fast eingeschlafen. Ja, es lag aber ja daran. Ich weiß nicht, hatte irgendwie so einen Einbruch. Heute, ich weiß auch nicht. Bin schon früh aufgestanden, aber wurde schon früh geweckt um 11.30 Uhr.
wenn man dann abends um 2.30 Uhr erst ins Bett geht, dann, oder einpennt, ist ja schon ein bisschen blöd manchmal. Also ich schlaf gern so immer so 12 Stunden. Im Durchschnitt. Nee, wenn Schule ist, dann kann ich leider nicht so lange schlafen. Dann habe ich keinen Bock, dann irgendwie um 6.30 Uhr abends ins Bett zu gehen. Noch 5 Minuten, das heißt, ich werde wohl nicht mehr mit weichen Reifen rausfahren, außer ich fahre jetzt, fahre nochmal eine schnelle Runde, Wally geht rein an die Box, holt sich weiche Reifen und dann muss ich wahrscheinlich auch nochmal kontern, aber hier, fahr vorbei, wer auch immer du bist, Heidfeld, fahr vorbei. Jetzt fahren wir nochmal, dass der Heidfeld ein bisschen Abstand hat. Ich hoffe, dass das reicht für eine schnelle Runde. Das Gefühl, der Lotus hat mit Absicht jetzt. Na ja, gut. Ich habe ihn bezahlt. Ja, das glaube ich auch. So. Oh, auf die Taunze gleich mit meiner Bestzeit im ersten Sektor. Ja, natürlich, ich habe natürlich Trudi ausgerechnet im. Ah, ja, klar. Im entscheidendsten Sektor habe ich ihn vor der Nase jetzt. Mal gucken, wie sich das noch mit dem Heidfeld verhält. Oh, Trulli! Bestzeit! Oh, jetzt drängt er mich nach außen ab, Alter. Was für ein Penne. Das ist ein verdammter Penne, ganz ehrlich. Ja, es war dein IQ, muss ich jetzt so sagen. Ich hab extra, ich hab vorher extra noch richtig weit Abstand gelassen und auf einmal taucht er wieder vor mir auf und ich weiß nicht mal warum. Okay, irgendwie kriegt den Sektor nicht mehr so gefahren oder die Reifen sind einfach nicht so in Schuss, wie das sein sollten. Tja, dann muss ich nochmal in die Box gehen, mir Reifen holen. Holt ihr jetzt weiche Reifen? Nein, ich hole mir keine weichen Reifen. Ich will mir bloß neue harte Reifen holen, weil wozu soll ich jetzt hier 3 Runden am Stück fahren, wenn mir das nichts bringt? So, die Runde war noch nicht so gut, aber in der ersten Runde kann man noch nicht so viel attackieren. Das hatte Mario, glaube ich, vorhin auch gemerkt. Eieiei, verbremst! Oh. Ich nehme mal Geld aus der Hosentasche hinten, das stört so. Oh, du hast so viel Geld. So viele kleine Münzen habe ich da mal drin. Oh, sogar in beiden Taschen. Wally klimpert mit seinem Geld einfach mal, weil er total arrogant ist. Okay, ist ja nicht mehr so viel Zeit. Der erste Sektor. Ziemlich miserabel. Ich muss raus, Leute. Ich habe noch 2,5 Minuten, Scheiße. Ich lege jetzt hier einfach nochmal eine langsame Runde ein. Damit die Reifen wieder so ein bisschen abkühlen, so wie eben. Und dann. Ah, ich brauche eigentlich dann noch eine Pufferrunde. Das brauche ich eigentlich immer so eine Pufferrunde. Sonst wird das bei mir nichts. Diesmal ist der Wally nicht ganz so viel schneller als ich. So, mal die Reifen wieder auf Temperatur bringen. Ich habe noch 1,5 Minuten. Ah, ich schaffe wohl noch 2 Runden. Das ist der Barrichello. Ich gehe vorbei. Ich wollte schon sagen Schwuppe, aber das einfach nicht mehr verknüpfen jetzt. Schwuppe. Was hattest du nochmal damals 2010 auf dem Nürnbergring gesagt? Mein Lieblingswort, ey, war das von dir. Duschbattle? Scheiße, nicht lachen. Ich bin hier. 1 Minute noch. Alter, Barrichello, jetzt fahr mal ein bisschen hin hier, Alter. Sonst. Ich sehe schon, komme ich jetzt gleich wieder genügend Abstand auf die Nasse, denn bist du gerade jetzt in der langgezogenen Rechtskurve? Nee. Da bin ich jetzt erst gleich. Und zwar in diesem Moment. So, ich versuche es jetzt mal im Vettel-Manier. Auf den letzten Drücker, ja.
Ich glaube, die letzte schnelle Runde müsste ich haben, weil hinter mir... Ah doch, da ist noch hinter mir einer. Ah, die Runde war jetzt nicht so gut am Ende. Schön, dass mich Lucio und Halbwärts hier sie blockiert haben und ich glaube, ich nicht die perfekte Linie fahren konnte. Dadurch hat der erste Sektor jetzt gar nicht gepasst, Mann. Scheiße, scheiße, scheiße. Ihr merkt gerade, ich und Bali beide total konzentriert und bei der Sache. So gehört sich das. Ich habe die letzte Kurve nicht richtig erwischt. Aber es war nochmal eine neue Zeit. Geht doch. Wo muss ich sowas immer erst in meinem letzten Druck erfahren? Ich habe meine beste Runde verkackt, leider. Die vor der Runde hier. Ich glaube, es war nochmal der schnellste von mir nochmal. Und ich werde wohl von Position 12 ins Rennen gehen. Wer ist denn dann vor mir? Der Vettel, also mein Konkurrent. Passt ja. Boah. Naja, gut. Ich nehme die Steuer jetzt einfach mal hin. Das war ja dein eigener Fehler. Das Problem war, wenn das jetzt meine schnellste Runde war, die eine Runde, wo ich da im Mittelsektor nur ein Zehntel hinter dir war, dann lag es daran, dass ich nicht auf Fett gestellt hatte. Sonst wäre ich wahrscheinlich entweder ganz knapp oder vor dir gewesen, weil, ja. Aber dann habe ich eine Runde gehabt, die war im ersten Sektor, war ich 14. schneller als du, glaube ich, knapp. Aber dann habe ich es im Mittelsektor total verkackt. Naja. Gucken wir, was im Rennen passiert, ne? Wie schnell ich mich durchs Feld arbeiten kann. Wird schon klappen. Wenn ich keine Strafe kriege, habe ich vielleicht sogar eine Chance.